So, und wir haben den zweiten Polish Stick von 6. Warte, 6? Achso, stimmt, ja, sind ja 3. Toll, ne? Ja. Kann man die Fisch nicht irgendwie komprimieren? Nicht, dass ich wüsste. Wir bräuchten höchstens eine bessere Quelle für Fischöl. Das wären bessere Fische, also Bound Fishing Rod oder so. Wenn man die zum Funktionieren bekommt. Kann man wieder eine Mikrofon nachsehen. Die ist ja bei Blood Magic recht gut. Ja, kann ich dann gleich machen. Gut. Dann möchte ich nochmal im Nether Mobs killen. Ist zwar Dragon Rides und wollten wir eigentlich nicht machen, aber Wayne. Nee, ich tue doch auch gerade Mobs killen, also. Eben deswegen, ja. Wären wir schneller fertig. 64 von 100 habe ich ja schon. Beziehungsweise mittlerweile schon viel, viel mehr. Na, meistens droppen mir gerade die ganzen Spinnen rein, die du in den blöden Wolken nicht schlagen kannst. Oh. Hab ich gut gemacht, gell? Ja. Nein. Multidimensionale Monsterjagd. Mal schauen, der Wisp. Stimmt, die kann man auch hauen. Der dritte Stick. Das ging sehr viel schneller. Ja, aber jetzt wird's langsam gehen, weil wir keine Fische mehr haben, also keine, die viel geben. Jetzt haben wir nur noch Minecraft-Fische. Ja, reicht ja. So. Wenn ich mich schon wieder verlaufe. Zweimal ist schon genug gewesen. Ich verschwende gerade so viel Blut, weil ich die Dinger einfach nie ausmache. Ach, was soll's. Es ist mal Passive Slaughter geworden. Ach, ich verstehe das nicht. Ich glaube, du hast meine Fishing Rod noch, oder? Ja. Okay, dann nehme ich mir eine neue. Ich hänge jetzt auf 99 von 100 und krieg den 100. irgendwie nicht mehr gebacken. Ja, wie gesagt, bei mir ist die Quest jetzt irgendwie umgesprungen zu was anderem, zu Passive Slaughterer. Ah. Ja, wahrscheinlich, weil ich es die 100 geschafft habe. Möglich, aber... Aber es wird mir nicht angezeigt. Relog. Relog. Haben wir noch sowas wie Weed Bloodshot? Nee, die kriegst du aber relativ schnell. Ein Bound Sword, ne? Genau. Darfst du noch auf irgendwas draufhauen. Aber hier, Passive Slaughterer habe ich auf jeden Fall completed, ja. Claim Reward. Ich habe jetzt ein Schild. Kittenkiller. Nice. Bin Kätzchentöter. Weil diese Schilder voll toll sind, weil ich hier nicht mehr aufstelle und die leer sind. Das sind einfach nur normale Schilder sind. Ja. Weil ich nämlich einfach diese Ehre, dieses beschriebene Schild zu haben, nicht wertschätze und sie einfach sofort aufstelle. Oh, ein Schild! Pst. Oh. Warum ist da ein Spawn Chicken im Blutaltar? Weil ich die da gemacht habe aus Federn. Mhm. Achso, okay. In der letzten Aufnahme noch, seitdem habe ich nicht mehr mit Blood Magic gearbeitet. Dann tue ich da jetzt mal meine Blood Orb rein.
Weil ich habe 0 LP. Echt? Mhm. Nix mehr mit rumbacken. Boah, fühlt sich das schnell auf. Böse? Nein, ich doch nicht. Was ich schön finde, ist, dass man für den 5-Sterne-Koch nicht diesen Kuchen backen muss, der auf diesem Bild überhaupt auch gedruckt ist. Ja. Wollen wir von Bragging Rights noch irgendwas machen? So sehr sinnvoll. Eigentlich nicht. Wir wollten uns jetzt hier auf die Fische und so weiter konzentrieren. Kannst du mal angeln gehen? Genug Angeln und Bait zur Auswahl haben wir ja. Gut, dann soll ich einfach irgendwas angeln. Bait, ja. Betretenes Schweigen. Dann nehme ich die Titan Fishing Rod. Wurm, also Wurm, Bee oder Minne. Hä, ich krieg da irgendwie keine Shards. Ja. Ist auch nicht jedes Mal. Ist die aktiviert? Das Schwert, ja. Oh. Das ist wo ist denn die Bait? Ach hier, okay. In irgendeiner Kiste. Oh Gott. Bin ich so blöd, stelle ich mich gerade nur so an. Beides? Ja. Passt, ich muss jetzt einfach nur irgendwie angeln und das passt schon. Ja, und Glück haben dabei eine Möglichkeit, ne? Also, das wäre nicht schlecht, ja. Ja! Die alten Zeiten wegen. Welche alten Zeiten wegen? Die alten Zeiten wegen, den ich das erste Mal gemacht habe. Ne? Sand. Nochmal alles Revue passieren lassen, während ich schon wieder verlaufen habe. Haben wir irgendwo einen Ort, wo wir wirklich gut angeln können? Nee, ich schau gerade auch schon, dass ich was finde. Ich meine, hier steht eine Kiste, die ich gerade gesehen habe. Anscheinend habe ich die Bound Fishing Rod zum Funktionieren gebracht. Ah, okay. Und sie tut weh. Gut, das macht irgendwie Sinn. Aber anscheinend kostet die ganz schön viel. Eine vielleicht nicht. Vielleicht sind es zwei, die so viel kosten. Autsch. Böse und verschwenderisch? Ich doch nicht. Ach, du machst auch gerade, oder wie? Nee. Warum nicht? Weil ich gerade auf Nether gekommen bin. Muss schon mitfischen, so teuer ist es nicht. Bait. Nehme ich die Grashüpfer. Okay, für die Bound Fishing Rod brauchst du Shards. Ich kann, stimmt, ja, wie Blood Shards und so weiter. Ja, gut. Ich hab gerade Schuhe gehangelt mit Federfall 3 und Unbreaking 2. Okay. Wie aktiviere ich die Dinger denn? Welche Dinge? Also da die Bound Rod. Ja, Shift rechtsklick einfach. Also rein zufällig. Man muss wirklich Weak Blood Shards nehmen, oder wie? Ja. Weak Blood Shards oder Demon Shards? Ja, Demon Shards habe ich hier, aber die gehen ja anscheinend. Die scheinen nicht zu funktionieren. Doch, Markus? Ich hab's gerade mit Demon Shards gemacht. Markus? Ja. Sind Fische, die mit blauen Namen haben, irgendwie seltener und besser? Ich glaube, die sind dann am Leben. Ah. Also, ich habe nämlich gerade einen Regenbogen-Trout gefangen. Voll toll. Erst killen. Killen und dann in die Chest bei der Fairness. Erstmal angel ich weiter. Ich habe einen super Spot zum Angeln gefunden. Ich brauche erstmal Shards. Ah, okay, jetzt klappt. Das muss in der Zahl selbst liegen. Ich krieg davon nebenbei auch Schaden, ich sag's nur. Was vom Gewitter? Ich will wieder auf meine Goldrüstung hier drauf. Danke.
Ah, ich habe einen Mantarochen gefunden. Oder keine Ahnung, was das ist. Stingray halt. Ja, Mantarochen. Also ich krieg da überhaupt keine Chance. Was höchst seltsam ist. Oder die werden alle verschluckt vom System. Ja, werden sie. Kettenkeller. So, so. Boah, ich hab Thunfisch gefangen. Thunfisch! So. Oh, jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Warum geht's jetzt nicht mehr? Saugt ihr gerade mein Blutnetzwerk aus? Nein. Ich bin ziemlich sicher, dass ich gerade Nemo gefangen habe und er verschwunden ist. Thunfisch. Simon, hast du meinen Nemo gefangen? Nee. Ich bin hier am Einsammeln. Hast du meinen Nemo gefunden? Hä? Gerade hat es doch funktioniert. Wo angelst denn du, Simon? Stromaufwärts, aber momentan eben gar nicht. Bei dem Lake ist es schwer zu erkennen, wann die Angel wirklich drin ist und wann nicht. Aber eigentlich geht das sehr schnell, so zu angeln. Jo. So, wie sieht's denn hier in dem Bett aus? Hab ich gerade schon wieder ein Stick rausgenommen, sind dann noch zwei. Das ist auch schön. Ich glaube, mit den Fischen oben sollten wir, glaube ich, noch einen gerade so bekommen. Also mit den Fischen, die ich jetzt auch gerade im Inventar habe, reicht das auf jeden Fall. Okay. Wie tötet man Fische? Einfach hinschmeißen und wieder aufheben. Alter, wie armselig. Aber realistisch. Irgendwie. So, eigentlich ja ein bisschen überhaupt nicht. Ja doch. Raw Minecraft-Fisch, ehrlich? Ja. Ja, weil Alter, ich muss den Mantarochen noch umbringen. Unidentifizierbar so. Ist. Also wohin soll der ganze Kram genau? Da hinten in die Chest. Die Kiste, auf der du draufstehst? Ja. Mhm. Da kommen dann die ganzen Fische rein, okay. Also Salmon, Rainbow Trout, Stingray, Clownfish, Neon Tetra, Pufferfisch, Thunfisch. Da lebt ja noch einer. Tod. Katzenfisch und zwei Bässe. Yay. Sollte reichen, oder? Drop Base. Hm? Jo. Hoch, der köchelt schon wieder. Aber interessant, was man alles fangen kann. Jo. Jupp. Schon wieder ein Stick. Und der ist wieder voll. Stock voll. Da kriegst du einen Jellyfish. Yay. Funktionieren die nicht? Nee, die kann man nicht köcheln. Oh. Du frisst nicht gerade wirklich Jellyfish. Ich habe gerade eine rohe Qualle gegessen, doch. Ist ja praktisch alles Wasser und ein paar Nesselzellen. Nein, die Reaktion halt. Geht's nicht? Nee, nee, geht nicht. Fressen. Ja. Ja, du drückst mir einfach rohe Quallen in die Hand. Die kannst du nicht verwenden, also schiebe ich mir sie ins Maul. Wahnsinniger Wissenschaftler. Eben. Blutroter Blutesbrille. Warte. Jetzt blitze ich auch noch. Boah. Bam, badam, bam. Was macht das Amaranth eigentlich wieder?
Greggy Greg, do kannst please kindly stop gucken. A Socket. Ich wollte eigentlich gerade nicht gucken. Aber hier, die Schuhe, die ich geangelt habe. Habe ich extra für dich geangelt. Hm? Schuhe? Ja, ich habe Simon gerade meine Schuhe zugeworfen und der reagiert nicht mal drauf. Jo. Was so ein Arsch. Da folgen 3 Unbreaking 2. Greggy Greg, do please kindly stuff a sock in it. All Dictionary Name. Okay. Ja, All Dictionary Name. Steht da. Kannst du gucken, liegt da. Wow. Ich bin gerade gegen diesen Metallspike gelaufen, die oben auf diesem. Bei der Farm steht. Also bei dieser. Und die scheint mir gerade alle farbigen Herzen abgezogen zu haben. Jetzt habe ich nur noch meine roten Lebensbalken gerade. Und er füllt sich nicht mehr auf. Grafikglitch. Nimm's like it. Und der Stick ist fertig. Oh mein Gott. Dann fehlt nur noch einer. Nee, wir sind fertig. Gut. Im Crafting-Terminal sind die Sachen noch drin, wenn die keiner rausgenommen hat. Jo, ich hol mir nur kurz String. Wie du für String brauchst. Jungle. Zum Rumstringen. Um sich einen Tanger draus zu basteln, natürlich. Genau. Mein Gott, warum hast du zugestimmt? Hey, Blasphemie hier, ja? Nicht vor mir. Automatic Fischer. Quest abgeschlossen. Ich Questbuch. Nein. Consume Task. Doch nicht, Consume Task. 1000 Peat und 1000 Mycelium. Nur? Kriegt das erstmal zusammen. Was mit Zählhirn sollen wir hinkriegen, aber das Peat? Nur mal halt einen Peatbox bauen. Gibt's das überhaupt dauert aber nochmal einen Peatbox? Nee. Okay. Das musst du jetzt auch über die Forestry Farm machen, über die große. Ja, da haben wir ja eine stehen, die nicht benutzt wird. Die auch unglaublich schnell ist einfach. Da kriegst du 1000 in 0, nichts. Sagen wir es mal so, da ich ja hier mit meinen Slates, soweit ich weiß, Random Ticks mache und PT auch auf Random Ticks basiert. Wirst du wohl deine ganzen 2 Milliarden Blut da reinspenden? Muss ich nur noch wissen, wie ich das Ding umbauen kann. Du brauchst dafür so einen Peat-Farmer. Ja, genau. Du brauchst dafür eine Electron-Tube. Was für eine, weiß ich nicht. Musst du meine Wiki nachsehen. Ein Peat-Tube. Peat-Tube? Peat-Tube. Okay. Electron-Tube. Steht das nicht dabei? Nein, steht nicht dabei. Ja, ich schau grad noch. Bog Earth. Tin Electron Tube. Automatisch oder manuell, das ist auch ein großer Unterschied. Achso. Managed Farm. Ja, ich schätze. Ja, managed. Tin. Wer bei beiden Tin, also. Okay. So, wir haben auch keine anderen Green Grove Sigils mehr, ne? Also ihr habt keine mehr. Keine was, ich war gerade kurz ab. Ich hab glaube ich noch einen. Sigils of the Green Grove, weil die bräuchten wir dann so nach Möglichkeit alle, um das halbwegs schnell fertig zu bekommen. Hatte ich nicht, nein. Hatte ich nie. Nie. Niemals. Okay. Hast du toll gesagt. Echt? Nee. Yeah. Ich dafür jetzt einen Gummipunkt. Gummipunkt? Nein. Krieg ich einen echten Punkt? Nein? Nein. Die Rabesstimme. Sonst gemacht. So. Wo klaue ich mir jetzt Energie? Nimm mal das. Wieso brauchst du Energie? Warum musst du sie stehlen? Hier steht doch schon ein Thermionic Fabricator.
Ja, hier steht auch eine. Wo? Ja, die wurde ich benutzt. Verschwendung. Ja, man. Zumal der da schon steht, schon aufgeheizt ist, im Gegensatz zu deinem. Ja, weil ich sparsam bin. Wir brauchen nicht sparsam zusammen mit der Energie. Wir müssen sparsam sein mit der Zeit. Das hat Vorrang. Wo ist der? Der Zeit? Nein, hier der. Bei den Cyclic-Assemblern. Cyclic? Da. Ja. Ja. Der thermionische Fabrikator. Genau. So, jetzt brauche ich noch ein Circuit Board. Circuit? Circuit. Ist es jetzt egal, welche Größe ich nehme? Eigentlich ja. No idea. Meinen, wir haben es ja, kann es auch ein größeres nehmen, wenn es keinen größeren Aufwand macht. Sind, glaube ich, nur andere Materialien. Mal Intricates. Ja, okay, machen wir das gleich mit Gold. Das ist, glaube ich, das Beste. Nee, das Beste, glaube ich, das hellblaue. Nee, nee, da gibt's, glaube ich, noch eins drüber. Ah, okay. Na komm, stirb. Alles explodiert da drin. Ja, weil ich hier feststecke. Ich kille. Ich muss ja auch wieder rausfliegen können. Danke, das hat nicht geklappt. Passt schon. Stirbt trotzdem jetzt alles. Inklusive dir, wie es scheint. Nö, nö, ich halte das Gift schon aus. Dafür bin ich ja den Pakt mit den Dämonen eingegangen. Bist du das? Der Pakt. Ja. Was der Dämon. Was denkst denn du, wo ich die Rüstung her habe? Walmart. Nee. Internet. Eben Internet. Meine eigene Arbeit und Beschwörungskunst. Nein, Internet. Ach, ein Künstler bist du jetzt. Ja, die Künstler kennen wir ja. Ist. Mycelium. Haben wir noch ein Soldering Iron? Nee, haben wir nie gehabt. Haben wir nie gebraucht. Man muss die Augen machen. Also woran liegt das, dass ich teilweise in Wasser nicht mehr schwimmen kann, sondern unglaublich unter Wasser gesogen werde? Ist teilweise einfach so gewesen. Bin ich schon mal am Anfang von Display fast in einem dieser Reaktorgehäuse gestorben, weil ich ja nicht mehr rausschwimmen konnte, weil es mich erdrückt hat, das Wasser. Hätte ich jetzt nicht hier meinen Flugrücken gehabt, hätte ich jetzt auch nicht hier rausgekommen. Mhm. Aus dieser Wasserpfütze. Ist schon blöd, ne? Agents waren das genau. Wir haben von 73, das reicht fürs Erste. Ich glaube, da kann ich hier unten mal so eine kleine Myzelfabrik aufsetzen. Jo, Myzel haben wir schon da, ne? Musst du nur nochmal abbauen, glaube ich. Ich brauche das Myzel selbst nicht, ich brauche einfach nur Dreck und Pilze, wenn ich das richtig gesehen habe. Gib mir den Dreck. Oder brauche ich da Gras für? Dann wird's problematisch, wenn ich da Gras für brauche. Wenn du fragst, Markus. Okay, ich brauche da Gras für. Ah, da gibt's so Sporen. Ja, Markus kennt sich eben aus. Mit Gras. Ja, stimmt, die Sporen gibt's auch noch, ja. Ich weiß aber nicht, ob wir da irgendwelche da haben. 74, ja. Nee, das sind andere. Ancient Spores? Nee. Ancient Spores und Mycelium. Ja, die brauche ich ja. Ich hätte gedacht, du brauchst Gras. Egal. Ich brauchte Gras, um das über das Alchemy Chemistry Set zu machen. Aber wenn wir jetzt direkt Sporen haben für Mycelium, kann ich es direkt so machen. Also ich glaube zumindest, dass das macht. Haben wir eine Mach Silk Touch Shovel zufällig? Oder haben wir ein Silk Touch Buch?
Sigtouch-Buch haben wir, aber das ist irgendwie nicht übertragbar. Aus welchem Grund auch immer. Ich wollte gerade sagen, Bücher haben wir auf jeden Fall. Naja. Stimmt, die Shovel of the Earth Mover kriegt man in diesem Package nie mitgeliefert, ne? Ja. Picket of the Core, Ice of the Stream und die Hall of Growth. Ah, gross. Okay. Gross. Die Hall of Gross. Bäh. Was irgendwie dem ganzen Wortlaut eine ganz andere Bedeutung gibt. Ja. Hoe of Gross. Okay. Mhm. Ich bin einfach... Bist schlimmer als ich? Das ist schwer. Sorry, aber das mit dem Gross, das habe ich schon ewig im Kopf gehabt. Das habe ich noch nie gesagt. Das mit diesem Hoe of Gross ist mir jetzt erst in den Kopf gekommen. Genau wie dieses Sigil of the Green Growth, das verstehe ich auch immer. Wachse im Nether, Myzel. Warum? Weil wir gerade so einen riesengroßen Fleisch an Dreck haben. Mhm. Ich könnte mal einen Chunk Loader gebrauchen. Haben wir den zufällig da oder können wir autocraften? Das wäre voll toll. Keine Ahnung. Haben wir nicht da. Wenn wir mal kurz verkraften können, das wäre ganz nett. Da muss ich nicht hochkommen erst. Ich schau da nochmal. Ich muss jetzt erstmal die Forestry Farm aufsetzen. Ich gehe erst mit den normalen Kisten durch, die nicht angeschlossen sind. Komm ich doch gleich mal hoch. Wieso hat's gerade im Nether geblitzt eigentlich? Weil du zu schnell warst.